Ich finde diese Vibes in diesem Video sehr, sehr gut. Sehr, sehr lustig. Alter, what the fuck, ey, Bro. Als nächstes Video, was ich auf der Agenda habe, passt natürlich jetzt dazu, dass alle Leute von Justin mit rüber wechseln. Und zwar geht es um, Justin bewertet meine Outfits. Von Ileki. Schaue ich auch manchmal sehr gerne. Klopapier, danke dir für deinen Sub. The Domi, auch mit einem Sub. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Oron Schmutz, sagen die Leute. Na, er ist schon ein Entertainer. Ich finde ihn sehr unterhaltsam. Ich habe das Video nicht gesehen. Ist, glaube ich, eben rausgekommen, oder? Wir gehen mal rein und gucken uns das Video an. Das erste Video übrigens von ihm mit Justin zusammen, wo er den Bandemantel gegiftet hat, fand ich sehr, sehr lustig. Schaut mal, wer da sitzt. Habe nix. Und da ist die Nummer 1. Ja. Guck mal, ich sag dir so, wie es ist, ne? Ich glaube, Habenix hat erst einmal was in den Chat gepostet. Erst einmal. Und hat geschrieben so, ich bin eher der ruhigere Teilnehmer. Bis jetzt hat er einfach 50 Dinger rausgehauen. Also dieses Duo hier ist schon auch Legende ein bisschen, oder? Also Finanzfluss. Wir gehen gleich bei Finanzfluss rein und gucken uns das an. Die beiden hier in zusammen sind schon gut. Ja, ich bin ja eigentlich... Hier ist übrigens der Bademantel drin, ne? Wisst ihr, ne? Vor Corona immer sehr im Nachtleben aktiv gewesen und mir ist es... Boah, stimmt, Alter, was macht denn der Ron eigentlich? Der war doch immer so der Clubgänger. Was macht der eigentlich jetzt? Gibt's gar nicht mehr, ne? QR Daniel ist jetzt in seiner Ehre verletzt und wird mit einer 1000er Doni antworten müssen. Alter, was? Nick Dreifuß mit 10 gegifteten Subs. Geht direkt nach, Junge. Wahnsinn, danke dir. Vielen, vielen Dank. Das ist natürlich auch... Ich kenne dich noch gar nicht. Bist du neu hier? Deinen Namen werde ich mir auf jeden Fall jetzt merken. Hat auch noch nichts im Chat gepostet, oder? Wichtig, wie ich äußerlich erscheine den Frauen gegenüber. Und ich dachte mir, wir drehen noch ein kleines Video, weil wir haben hier den Fashion-YouTuber himself. Er würde... Ich finde diese Vibes in diesem Video sehr, sehr gut. Sehr, sehr lustig. Vielleicht gerne mal meine... Oh! Was sehen wir hier? Re-Edition Omega Speedmaster in Gelbgold. Bin ich gerade dran. Vielleicht bekomme ich eine nächste Woche. 3 bis 4 Outfits. Limitierte Serie. Die ich vorbereitet habe. Das habe ich schon immer mal vorgehabt und auch von geträumt. Und cool, dass wir das jetzt mal umsetzen können. Okay. Ich würde auch sagen, wir starten einfach gleich mit dem Outfit, das ich gerade anhabe. Der GG-Gurt ist mit dabei. Natürlich, ne? Natürlich. King Moritz, danke dir. Was haben wir denn hier überhaupt? Eine schwarze Jeans, ein T-Shirt, ja. Keine Uhr, kein Wrist Game. Schuhe haben wir schon gesehen und auf jeden Fall eine krasse Frisur, muss ich sagen. Ne? Wie sieht die Preisentwicklung bei Lang und Söhne Saxonia aus? Bin zurzeit am Überlegen, mir eine Uhr zu ertauschen gegen 2 Rolex-Modelle. Was denkst du? Nee, hol dir bitte nicht die Saxonia. Die einzige Lang und Söhne, die du kaufen kannst, ist entweder eine Komplikation oder eine lange 1. Also keine normale 3-Zeiger-Saxonia. Bitte tu das nicht. So, wo soll ich mich hinstellen? Also sozusagen dann Richtung das Beste zum Schluss, oder was? Dior T-Shirt. Dior ist eine coole Marke. T-Shirt gefällt mir auch. Ich hätte das vielleicht noch eine Nummer kleiner gesetzt. Noch eine Nummer kleiner genommen, damit das noch ein bisschen enger sitzt. Meinst du, das kommt dann besser bei den Frauen? Sehr, sehr wichtig mit den Frauen, ne? So wie ich das mitbekommen habe. Einfach okay. Nochmal mehr die Muskeln zu betonen. Nee, Spaß beiseite, ich finde das T-Shirt cool. Ich mag es. Der Domi, danke dir für die 3 Euro. Generell, der Style passt auf jeden Fall zu dir. Auch die... nennt man es jetzt Skinny Jeans, ist okay. Die Louboutins, das ist natürlich... Warte, guck mal. Die Louboutins? Ja, die Louboutins sind ohne Stacheln. Zeig mal von unten. Ah ja, okay. Okay, die rote Sohle darf natürlich nicht fehlen. Genau. Ja, ohne Stacheln ist auf jeden Fall besser als mit. Okay. Sonst hätte ich direkt in die Kategorie Fußballer eingesteckt, aber so tatsächlich alles. Ah, die Schuhe sind schon heftig, heftig. Also, sie sind schon wirklich krass. Subton bitte leiser, ja, den muss ich echt leiser machen, ne? Sehr stimmig und passt aber zu dir. Und Gürtel hab ich auch noch. Ja, das hättest du ja besser verstehen. Was hältst du von Enika? Habe ich noch nie gehört. Habe ich noch nie gehört, wirklich. Kennst du so Leute, die das T-Shirt dann so hinten... Ja, genau so. Ja, ja, also perfekt. Diese Leute finde ich prinzipiell ganz, ganz schlimm. Das war, als ich noch in die Schule gegangen bin, da war das auch schon richtig in. Verstehe ich gar nicht. Und ja. Andere Frage, du legst ja Wert auf so teure Kleidung und so weiter und Luxus nicht, auch. Nicht unbedingt. Ich meine, die Hose ist jetzt Zara. Mhm. Aber generell eher auch schon ein bisschen luxuriöser Lifestyle, ja, ne? Gut, ja. Warum hast du dann eigentlich keine Uhr an? Sehr, sehr valider Punkt.
Moritz Stange mit 5 Euro. Meinung zur Oris Clean Ocean Limited Edition. Schauen wir uns gleich an. Ich mag eigentlich die Oris-Uhren, haben aber jetzt nicht so die riesen Marktpräsenz bei mir, leider. Ne? Weil das Preissegment habe ich jetzt nicht so viel Ahnung von. Aber ja, hatte ich schon mal in der Hand, glaube ich. Ich habe lange überlegt. Also die normale Oris. Ne? Aber irgendwie habe ich noch nicht zu Ende überlegt. Ja, ja, das ist gut rausgeredet. Welche würdest du mir empfehlen? Ja. Also ich könnte mir eine Rolex bei mir vorstellen. Safe. Ich kann mir eine Yachtmaster? Yachtmaster in Stahl Roségold. So eine richtige große Uhr. Eine richtig große Uhr und auch auffällig. Yachtmaster in Stahl Rosé. Das wäre seine Uhr. Yachtmaster 2 in Stahl Rosé. Ey, das wäre seine Uhr. Ja. Das ist seine Uhr. Ja, richtig schön. Und dann kann er irgendwann upgraden auf die voll gelb-goldene. Das wäre es, ey. Ja. Oder natürlich auch irgendwas mit Diamanten, ne? Klar, könnte er auch machen. Mit Diamanten wäre natürlich so seine Club-Uhr. Wäre auch witzig. Nee, ich hatte die Überlegung, eine Daytona-Stahl mit weißem Ziffernblatt. Nein, viel zu klassisch für dich. Da muss was mit mehr Energie und Power hinter, in der größeren. Guck dir mal seine Unterarme hier an. Da muss was Größeres rein. Bisschen mehr nach vorne, passend zu dem Gucci-Gürtel auch, weißt du? Das muss ja passen. Ja, das Problem ist, bisschen zu stilvoll, würde ich fast schon sagen. Hätte ich jetzt nicht so gesagt, aber ich sag mal, da ein bisschen mehr Energie. Ich würde sogar denken... Eine Daydate oder so sehe ich auch bei dir. Ja? Daydate, ja. Ja. Daydate mit einer Brillant-Lünette. Alter, das wäre auch so heftig. Echt, ja. Passt auch gut zum Versace-Dings, das ist ja auch voll. Ja. Also wenn ich eine mir besorge, lasse ich dich das auf jeden Fall wissen. Gerne, ja. Ich unterschreibe dir auch gerne drauf. Okay. Ja. Ich gehe mal auf Toilette und ziehe das zweite Outfit an, ja? Wiss, mit einem Euro. Siehst du Wertentwicklung bei der Batman neues Modell Jubiläumsband zurzeit verkaufen oder lieber behalten? Behalt die Uhr lieber. Die ist so weit gesunken, behalt die lieber. Ich ziehe gerade. Eine RM würde zu ihm passen. Nein, Richard Millis. Nein, das ist zu weit weg. Das zweite Outfit an. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit seiner Meinung über mein erstes Outfit. Jetzt bin ich. Marc fühlt sich im Gespräch integriert. Ich bin in the zone. Ob was ich sagen würde? Also er hat auf jeden Fall hier eine Party geschmissen hier, ne? Im Hotelzimmer, oder? Was meint ihr? Genau. Ich würde sagen... Oder eine Offshore. Mein Geschmack genau. Du hast es raus. Dava Dave MSR oder eine Offshore. Da sind die Stachel. Was sagst du? Ja, kombinationstechnisch ist es auf jeden Fall super. Jetzt die Louboutins mit den Spikes, jetzt nicht so mein Fall, aber... What to do, eh? Mit Rot und Weiß gematcht, wirklich super, ja. Ich heute auch in Gucci. Ne? Finde ich auch sehr gut. Ja. Gut, also dieses T-Shirt... Was ist denn deine absolute Designer-Favoritenmarke? Aktuell finde ich, macht Louis Vuitton so. Kapsel schreibt, bin am Überlegen, von meinem Erbe mir Immobilien zu kaufen. Ich habe dann noch ein wenig übrig und bin halt voll in Iced Out verliebt und am Überlegen, ob mir ein Patek zu kaufen. Hast du Empfehlungen? Ja, also wenn es deine erste Uhr ist, dann solltest du, so Iced Out kannst du dir als Zusatz, meiner Meinung nach, als Zusatz holen. So, weißt du, ich meine, ich würde jetzt erstmal, wenn du auch nur eine Uhr hast, kauf dir eine solide Basisuhr, die du jeden Tag tragen kannst, die eine gute Anlage ist. Und dann kann man immer noch mal im Zusatz was machen. Ne? Wäre jetzt meine Meinung. Am meisten richtig, ja. Ja, safe. Wie man den Schuhen sehen kann. Ja, nee, aber grundsätzlich muss ich auch wieder sagen, ich würde es so nicht tragen. Finde es auch bei mir nicht nice. Aber es ist super dein Style. Also ich sehe dich da drin. Das wirkt nicht verkleidet, sondern passt. Das muss ich auch sagen. Das Gucci könnte, ja, ist gut. Zu dir. Okay. Deswegen finde ich es authentisch. Ja, würde ich noch dann die Louis Bag als Accessoire noch drüber ziehen, dann okay, passt das Gucci mal. Louis und Louis. Und dann, kleinen Moment. Diese Vibes in dem Zimmer. Einfach on point. Hey Marc, was ist eine solide Basisuhr in der Preisklasse bis 5000 Euro? Omega Speedmaster würde ich sagen. Ne? 42 mm kannst du gut machen. Je nachdem, was du für ein Alter hast. Wenn du ein bisschen jünger bist, kannst du auch eine 36mm Vintage Datejust nehmen. Die liegt so bei 3,9 und so. Ja. Marc, wo kann man dir Business-Anfragen abseits von Uhren schicken? Ja, einfach auf die E-Mail. Ja, kein Problem. Iced Out mit einem gegifteten Sub. Danke dir. Ah ja, genau. Ja. Louis Sonnenbrille. Ja.
Ja, die Brille doch nochmal ausziehen. Ja? Ja, das ist nicht so einfach, aber sonst ist so. Sehe ich dich. Auf der Kö flanieren. Schön, so, weißt du. Nochmal neu in der Schlange von Gucci stehen, um da ein paar Sachen zu kaufen, ja. Ey, anstehen ist ja nur was für Leute, die man da nicht kennt, Alter. Mit so einem vollen Kundenkonto kommt man direkt rein. Passt. Erstes oder zweites Outfit? Ja, auf jeden Fall das erste. Ja? Erstes mehr mein Geschmack, ja. Aber ich würde sagen, beide stehen dir gleich gut. Okay. Ja. Dann zieh ich mich nochmal um. Machst du dir so lange gefällt. Ja. Dann hoffe ich mal, dass ich mit diesem Outfit. Oh, nice Schuhe. Gold, richtig. Also ich bin der Meinung, ich habe extrem gut kombiniert. So ein bisschen. Ja, also es ist alles natürlich sehr dunkel, ne? Du hättest schon mal farbtechnisch bei einem der Outfits mal ein bisschen was rausholen können. Okay. Wenn was bunt ist, ist mein Tipp an dich. Ich hab's noch nicht gesehen, das Outfit. Also ich hab's noch nicht gesehen. Schon wieder Louboutin, ne? Also, ja, Mann, die Schuhe sind on fire. Ah, jetzt so ein schöner Lambo dazu. So ein schöner orangener Lambo. Louboutins finde ich sehr ansprechend, oder? Mm-hmm. Persönlich. Wie nochmal? Oder in Gold. Louboutin. Ja, okay. Und. Ja, die Hosen. Das ist halt so dein Style, ne? Aber ja, ich würde sagen. Lederjacke. Die finde ich tatsächlich ganz cool, dass die hier so Navy ist und hier schwarz. Das Lederding finde ich jetzt mit dem Stern ein bisschen over the top. Aber an sich ist es in Ordnung. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Zeit, wo Givenchy 2014, 2015 so alles voll mit diesen Sternen so gehauen hat. Ist das Givenchy? Ja. Ah, okay. Ja, dann. Ja, aber die sind jetzt nicht schlecht. Ja. Kennt ihr den Moment, ihr zeigt eurem Freund so, irgendeinem Bekannten, irgendeinem guten Freund zeigt dir so eine Sache und sagt, ey, wie findest du das und so weiter? Ja, also ich erinnert mich irgendwie daran, ich find's jetzt nicht so gut irgendwie, aber ja, dann der so, ja, ich habe die Jacke auch schon gekauft, so. Ach so, kannst du sie nicht mehr zurückgeben? Nee. Ach so. Ja, ich meine, an dir sieht das jetzt auch, das kannst du tragen, klar, ne, also, ja, alles gut. Ach, super Moment, ey. Abschließend kann ich auf jeden Fall als Fazit. Ich hab noch eins. Hast du noch eins? Ja, eins habe ich noch. Gut. Und damit kam ich bei den Frauen bisher immer am besten an. Okay. Hm. Jetzt bin ich gespannt. Mich will es ja nicht ins Bett kriegen, von daher. Mich will es ja nicht ins Bett kriegen. Von Aber ich will halt nur so deine Meinung haben. Ja, natürlich. Ich hoffe nicht die Schuhe, die da stehen. The Domi, danke dir. Mit diesem Outfit kommt. Alter, what the fuck? Ey, Bro. Alter Schwede. Das hat er. Also damit hat er nicht gerechnet. Damit hat er nicht gerechnet. Schon, dass ich das jetzt pixeln muss, Alter. Habe mir eine Baba RM55 Baba Watson in Weiß geholt wegen Dustin. Ach so. Bei mir, also bei mir hast du es nicht geholt. Ey, die Leute denken wirklich, das ist geskriptet oder so, ne? Ich dachte das ja auch immer, Alter. Das ist völlig real gerade. Gut, Justin, ja. Ich hoffe, du hast keinen psychischen Schaden davongetragen. Nee, alles gut. Dankeschön für deine Beurteilung. Ja, ich kann abschließend sagen, passt auf jeden Fall alles zu dir, ist alles dein Style. Okay, super. Und das Einzige, was ich dir als Veränderungsvorschlag vorschlagen würde, ist tatsächlich die Sonnenbrille. Echt, ja? Du, magst du keine Sonnenbrille? Nee, doch, aber die Pilotenbrille ist nicht so. Echt, mal gucken, so Tom Brown hat ganz nice. Ich finde Pilotenbrillen, ganz ehrlich, ich finde Pilotenbrillen wirklich. Guck mal, natürlich braucht der Ron diese Pilotenbrille. Natürlich. Im Club so musst du Sonnenbrille tragen und diese Sonnenbrille tragen. Passend bei mir. Aber du musst dich so ein bisschen weiterentwickeln von dem Style. Eine Tom Brown Sonnenbrille empfehle ich dir. Weil ich trage immer nur Pilotenbrillen. Ja, er trägt nur Pilotenbrillen. Welche würdest du mir empfehlen? Tom Brown hat ganz coole, Louis Vuitton hat nice, Dior hat auch coole. Okay. Gut, aber haben die auch Pilotenbrillen? Weil sonst kommt das nicht in Frage. Wenn das meine Assistentin sieht, bitte einmal für mich die besagten Sonnenbrillen bestellen. Vielen Dank. Das war das Video, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt gerne auch euren Senf zu meinen Outfits dazugeben. Ja. Dankeschön, Justin. Ey, ja, was für ein Video. Danke für die Einladung. Ey, hoppala. Super Video, gut, dass wir uns das angeguckt haben. Ey, ohne Witz, super lustig.